So, diesmal machen wir das mit weniger. Stimmt ja, ich kann da oben nicht direkt springen. Es ist seltsam, dass das Springen da so halt. Ich bin ja lernfähig. Manchmal. So. Zack. So. Kann ich diese Dinge eigentlich kaputt schießen? Ich glaube nicht, oder? Aua. Nein, das Geräusch sagt nein. Geräusch sagt nein. So, ich wette, dass ich die nicht kaputt schießen kann. Ah, doch, kann ich. Bringen sogar gut Leben. Warte, wenn die gut Leben bringen. Kann ich die eigentlich benutzen, um mein Leben aufzufüllen? Ich meine, die können mir eh nichts tun. Weil ich meinen komischen Laser habe. Aber ich will das nächste Gebiet zumindest das Leben wieder voll. Nice. So. Was bist du? Hä? Hä? Okay, merke, diesem Viech darf ich mich nicht nähern. Schon wieder halb tot. Irgendwelche Hände aus der... Was ist das für ein LSD-Trip? Au. Das Problem ist, ich sehe auch nicht, wo ich landen kann und wo nicht. Und ich darf's alles nochmal machen. Geilo. Nur weil mich dieses eine Kackvieh das halbe Leben abgezogen hat. Ich hätte danach nochmal neue Leben auffüllen gehen sollen. Das ist echt ätzend, dass es da keinen Speicherpunkt gibt. Es ist echt unmöglich, dieses Gebiet dazu. Ich gehe wieder zurück. Überzeugt. Das erste Viech trifft einen auf jeden Fall. Oh Mann. So, jetzt gehe ich da durch, werde einmal getroffen. Direkt beim Rausgehen. Aber warum wir uns selber sehen, erklärt das Ganze auch noch nicht. So. Natürlich ballert das Kackviech mich darunter. Hier soll es angeblich noch nach links gehen. Ah, eine Röhre, an die man nicht rankommt. Hi. Bye. Hey, ich glaube, so viel Leben hatte ich noch nie, als ich hier war. Ja. Dass der immer genau perfekt so ballert, dass der Schuss genau unter der Plattform landet. Ich wünschte, ich könnte so genau schießen. So. Na wieder. So. Ich bin jetzt gewöhnt, dass die Viecher direkt auf mich ballern und nicht aus 300 Kilometern Entfernung. Ich denke, ich sollte eine Waffe nehmen, die auf mehr auf Reichweite geht.
So. Komm, schieß. Zack. Nein, 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 nein. Nicht nach ganz unten fallen. Please don't. Boah, ich hatte ganz kurz Panik, dass ich es nicht hochschaffe. So, zack. Jetzt einmal bitte Leben voll machen. Zack. Toll. Einmal getroffen, jetzt habe ich noch länger. Also ich glaube, das ist wirklich dazu da, dass man hier durch das Killen von, keine Ahnung, Spermien. Ist jetzt meine erste Idee, was das darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt... Blark. Wenn man sich das zu häufig anguckt, wird einem, glaube ich, echt schlecht. So, ich räume jetzt dieses ganze Gebiet hier frei und gehe dann nochmal mein Leben auffüllen. Dich kann ich echt nicht killen, ne? Nee. Komischen Handschuhe. So, Alter, haben die viel Schaden gemacht überhaupt? Ist mir jetzt erst aufgefallen. So, einmal voll machen, bitte. Ich sollte mich weniger treffen lassen. Klappt das mit dem Vollmachen auch wahrscheinlich deutlich besser. Ich sprach's und wurde getroffen. Ob ich vielleicht eine andere Waffe nehmen sollte? Ich denke mal ja, mehr auf Entfernung. Los, kommt, gebt mir mein Leben. Mein Leben! Zack. Also theoretisch dürften die hier nämlich nicht respawned sein. Ich probiere es, glaube ich, nochmal mit der Lasergun. Och, nee. Da springe ich gegen die Röhre. Toll. Und ich darf wieder Leben auffüllen gehen. Ich ziehe das jetzt durch. Ich gehe da nicht ohne Full Life hin. Und ich brauche hier unten... Der macht eindeutig zu wenig Schaden. Zack, zack, zack. Kann es sein, dass ich hier gerade die komischen Drohnen zerstöre? Und in meinem Wahn die Drohnen für irgendwelche bösen Viecher halte? Weil die gehen so One-Hit kaputt und kommen aus denselben... Röhren, aus denen auch die Drohnen kamen. So. Was nehme ich denn? Ich probiere es mal mit dem Ding hier. Obwohl, nein. Eigentlich brauche ich etwas, was wirklich deutlich mehr streut. Okay. Es ist echt schwer zu sehen, wo hier die Kanten sind. Wie soll ich das da hochschaffen? Ah. So, jetzt bitte Ophelia oder ein Save Point. Ein Boss. Ich muss jetzt nicht in dem Zustand einen Boss besiegen. Immerhin ein Save Point. Ganz ehrlich, habe ich gerade keine Lust, hiermit einen Boss zu machen. Na, wir haben wohl keine Wahl. Mist. Ich bin gefangen.
Trace, reiß dich bitte zusammen. Ich habe Kontakt zu Ophelia. Elsinova. Der Mann. Von vorhin. Er ist hier. Dämon. Warte, ich bin kein Dämon. Oder doch? Dämon. Aethetos sagt, töten. Wer sagt hier was? Es tut mir leid, es tut mir leid. Was? Hä? Okay, ich steuere das große Viech. Ich bin übel verwirrt. Okay. Toll, ich bin schwächer als jeder andere Boss. Ich muss jetzt gegen mich selber kämpfen. Aber ich bin der Dämon. Ah. Errungenschaft freigeschaltet. Halluzination. Was? Was? Wo bin ich? In Sicherheit. Sie sind in der Unfallchirurgie. Mir tut alles weh. Wie schlimm ist es denn? Das wird jetzt nicht leicht für Sie, aber Ihre Verletzungen sind schwerwiegend. Sie werden weder laufen noch sehen können. Jemals. Ich erinnere mich wieder. Ich hatte angenommen, es hing alles mit der Explosion im Labor zusammen. Dabei war das bei diesem Unfall gar nicht so. Ausgerechnet ein eingefrorenes Überdruckventil. Kabumm! Wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe die Detonation überlebt und wurde wieder wach und war für Monate in Dunkelheit eingeschlossen. Ich war gebrochen, nicht nur blind, sondern ein Krüppel. Als ich da hilflos nachdenkend herumlag, hatte ich eine Offenbarung. Eine Idee, die zu einem wissenschaftlichen Durchbruch führen würde. Ich arbeitete zusammen mit Dr. Hammond, der sich komplett erholt hatte. Zusammen veröffentlichten wir eine neue Weltformel. Wir schrieben die Physik neu. Die Medien bekamen davon Wind und liebten es. Die Physiker hingegen betitelten es als Pseudowissenschaft. Ich kam auf die schwarze Liste und bekam den Spitznamen Aethetos. Ohne Heimat. Hier enden meine Erinnerungen. Ein ganzes Jahr meines Lebens komplett vergessen. Und irgendwie bin ich er, Aethetos. Elsinova weiß das alles, aber sie denkt, ich weiß es nicht. Ich bin also immer noch hier. Ich habe den Bioflux entfernt. Deine Nanopforten sollten den Rest erledigen. Trace, das ist Ophelia. Sie hat dich nach Sudra gebracht. Okay, Ophelia. Und warum genau hast du das getan? Da gibt es verschiedene Gründe, aber hauptsächlich, weil du, genau wie Aethetos, ein Musterverstand bist. Das bedeutet, dass nur du Aethetos Krankheitserreger überleben kannst. Zudem kannst nur du Aethetos Waffen bedienen, wie diese hier. Kurz, du bist unsere einzige Chance, ihn zu besiegen.
Was machte Thetos und mich denn zu diesen Musterverständen? Sind wir so geboren worden oder dazu geworden? Um ehrlich zu sein, wissen wir es nicht. Im Bruch gibt es noch viel mehr Welten. Thetos kam von einer, also haben wir dort angefangen. Ich bin in den Bruch hinein, wo ich von den Musterverstanden erfuhr. Spezielle Individuen, die die Realität nach ihrem Willen formen können. Mit einem speziellen Gerät, das wir Wahrsager nennen, suchen wir nach anderen Musterverstanden, die ihn aufhalten können. Wir haben nur dich gefunden. Auf deiner Welt. Erde. Und dich extrahiert. Wir wissen genau, dass du ein Musterverstand bist, aber nicht warum. Wir hatten gehofft, du kannst es uns sagen. Leider nein, ich bin ganz normal. Und mir auch ziemlich sicher, dass in meiner DNS keine spezielle Geheimmagie am Arbeiten ist oder so etwas. Habt ihr nicht was vergessen? Wir sind uns sicher, ungeachtet dessen geht es dir besser. Bruchfessler und Thetos sind in einem Aufzug über uns. Zerstöre ihn. Wir kümmern uns um den Rest. Aber dort hineinzukommen wird Zeit brauchen. Und dann? Bist du fertig und wir senden dich zurück nach Hause. Okay, dann mache ich mich mal auf, den Zauberer zu treffen. Bitte was? Ich bin verwirrt. Also, irgendwie sind wir Thetos, aber doch nicht. Also wir sind wohl ein Wissenschaftler auf der Erde, der... Ich glaube, insofern macht es Sinn. Wir haben ja die zwei Welten. Den Bruch und die Welt von Ophelia, Elsenova und Co. Dessen Namen ich vergessen habe, weil die so selten Welten irgendwas. Der Name fällt so selten. Auf jeden Fall, ich glaube, das hat mit Paralleluniversen zu tun. Wir sind quasi Thetos aus einem Paralleluniversum. Ist jetzt meine Theorie aktuell, weil anders könnte ich es mir nicht erklären. Was auch möglich ist, dass wir ein Klon von Thetos selbst sind, also auch seine Fähigkeiten haben und hier sind, um Thetos aufzuhalten, weil nur Thetos Thetos aufhalten kann. Bester Satz des Tages. Aber es ist... komisch. Vor allem, wir haben ja gerade eben gegen uns selbst gekämpft. Allerdings waren... Also, ich eben in dem Bosskampf habe ich ja den... dieses Schiff gesteuert. Nicht den Typen, der auf mich geballert hat. Das war... seltsam. Also auf der Erde haben wir offenbar irgendwie... Der Unfall am Anfang... hat... uns als Krüppel zurückgelassen. Blind. Und in dieser... Aber wir haben ja, man hat ja trotzdem noch seinen Verstand. Und er hat irgendwas gefunden, was wohl als Pseudowissenschaft abgestempelt wurde und ihm den Namen Thetos auf der Erde eingebracht hat. Und hier gibt's jemanden namens Thetos, der die Welt zerstört. Und entweder sind wir tatsächlich dieselbe Person... und haben diese Welt auch zerstört und sollen quasi uns selbst töten. Was dann halt auch wieder auf die Klontheorie hinspielen würde. Oder halt, dass wir uns tatsächlich quasi selbst umbringen sollen, es aber an sich nicht wissen. Die nächste Frage wäre, warum verschweigen die uns das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie, weiß ich nicht, entweder wollen sie uns einfach nur ausnutzen und uns nicht so viel sagen... Vielleicht auch zum eigenen Schutz, weil das ist echt verwirrend. Aber die haben ja auch Achtung vor einem. Nächste Frage ist, wie hat sie es geschafft, in den Bruch zu gehen? Überhaupt zu gehen, mal davon abgesehen, aber... Seltsam alles. Oh. Upgrade. Einfach so. Nett. Gesundheitsknotenpunkt. Danke. Also wenn wir Thetos sind, sind quasi...
Wo kann man diese Dinger jetzt eigentlich angreifen? Scheinbar gar nicht. Was hat mir da gerade Schaden gemacht? Okay, dieses komische Gras macht mir Schaden. Gemerkt. Eigentlich suche ich jetzt gerade nur einen Speicherpunkt. Ja. Alles gut. Schon wieder irgendwas Verschlüsseltes. Aber warum übersetzt sich das nicht alles? Ja. Ganz ruhig. Zack. So. Ich gehe jetzt erstmal runter. Ich vermute hier, genau. Vermute einen Speicherpunkt. Und ich hatte recht. Auf jeden Fall interessante Geschichte. Also entweder sind wir, also würde ich halt sagen, entweder sind wir selber tatsächlich auch Athetos und damit der am Untergang dieser Welt schuld, falls sie überhaupt real ist. Da bin ich mir nämlich auch noch, also real ist sie ja sowieso nicht, aber halt, ne, im Spiel und so. Verstehst, was ich meine? Also quasi real und nicht real. Also für uns zwar real, aber quasi wir sind nur in einer Maschine angeschlossen und träumen das sozusagen. Oder wir wurden tatsächlich aus der Welt geholt. Allerdings ist dann die Frage, warum wir... Es war ja der Unfall und dann waren wir hier. Und dazwischen soll ja dieses eine Jahr stattgefunden haben, in dem er die Formel gefunden hat. Also er hier. Und zu Athetos wurde. Also quasi, er hat ja den Beinamen Athetos bekommen wegen seiner Formel, die ja angeblich nicht so toll ist. Und da frage ich mich halt, ob er jetzt ob der Athetos und der von dieser Welt und Trace von der Erde dieselbe Person sind oder ähnlich, also Person mit ähnlichen Eigenschaften, also quasi der Counterpart zu Athetos aus dem Paralleluniversum, wo sich zufällig die Erde befindet. Ich würde sogar fast sagen, ich würde fast sagen, dass das für mich aktuell das Wahrscheinlichste ist. Aber ob es stimmt, werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn wir Athetos selber gegenüberstehen. Bisher sagen uns ja alle immer nur, Athetos sagt töten und wir dürfen auf alles schießen. Nächste Frage wäre halt, warum Ophelia uns das alles verschweigt. Also Ophelia und Elsinova, weil an sich ist das eine Info, die eigentlich... Sie ist nicht so, dass wir sie nicht wissen dürften, weil es Probleme machen würde, sondern eher so, ich würde eher fast sagen, wir haben Anrecht darauf, das zu wissen, um uns Gedanken darüber zu machen. Oder wenn wir den Counterpart von uns, sprich Athetos, in dieser Welt vernichten, sterben wir auch und sie erzählen uns es deswegen nicht. Spannende Geschichte. Bin gespannt, was wir da als nächstes erfahren. Aber ich mache an dieser Stelle eine Aufnahmepause, deswegen stehe ich auch hier die ganze Zeit rum. Tut mir leid fürs Rumstehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Musik ist übrigens auch wieder cool.